So, da sind wir wieder mit Age of Wonders 3. Eine weitere Ansiedlung hat eine Mission für euch, die wahrscheinlich direkt wieder abgebrochen würde, wenn ich das Ziel sehe. Und hier haben wir Irrlichter. Diesen Phasing. Stufe 1 Feenwesen. Können sich teleportieren, haben ein Ladungsschild. Jedes Mal, wenn eine feindliche Einheit einen Nahkampf- oder Berührungsangriff gegen die Einheit ausführt. 5 Blitzschaden, Chance, dass sie betäubt wird, also das ist ziemlich gut. Feenwesen sind magische Geschöpfe. Ich hätte auch gern Feenwesen, das ist ziemlich cool. Warum kann ich die als Druide nicht haben? Sie kann Welt durchqueren, haben 60% Schutz gegen normale Attacken. Wow, die sind wirklich gut. Und sie schweben. Und sie haben 100% Schockschutz, was meine Fernkämpfer nutzlos macht. Das sind richtig harte Gegner für uns Elfen. Aber zum Glück habe ich ja Frost Damage dabei und wenig Fernkämpfer hier in der Armee. Also ignorieren sie nur 60% meines Schadens. Ich hätte gerne einen Zauber, mit dem ich Feenwesen übernehmen kann. Ich finde, das wäre extrem passend für meine Hochelfen-Erzdruiden. Die sollten ein paar Feenwesen in ihren Reihen haben. Was ist hier? Eine Mana-Strom-Aufladung. Mana-Ströme verschmelzen mit übernatürlichen Wesen, füllen deren Trefferpunkte auf. Stellt pro Kampfrunde 15 bei einem verbündeten Beschworenen oder magischen Einheiten wieder her. Oh Gott, das heißt, sie heilen auch nur für 15 pro Runde. Wow, das ist ziemlich ätzend. Zerrin Baumvolk, kannst du irgendwas Relevantes machen? Die sind alle außer Reichweite. Können wir was zaubern? Wie wär's mit Wurzelstich? Ach, die haben ja physikalischen Schutz. Und sie ignorieren den Bewegungspunkteabzug, oder? Wobei vielleicht nicht, weil es ja im Prinzip magisch ist. Probieren wir das mal. Nein, sie ignorieren das. Okay, alles klar. Na gut, dann alle hoch und verteidigen. Das hat doch verteidigt, oder? Ja, okay. Ja, das hat die überhaupt nicht tangiert. Jetzt sind sie wieder hochgehalten. Okay. Das heißt, wir müssen quasi eine Einheit one-shotten. Sehe ich das richtig? Das hier ist ein... Autsch. Ist das ein Flankenangriff? Nein. Sturmangriff. Sturmangriff. Nehmen wir doch erstmal unsere schwächliche Einheit und fangen ihren Schaden ab. Nein, nicht dahin! Oh, noch ein Schwertkämpfer. Oh meine Güte, was das an Damage macht. Auch kein Flankenangriff. Aber sie werden sterben. Naja. Au. Was? Was? Dann bin ich irgendwie nicht einverstanden. Hau die kaputt. Okay, und jetzt sind wir noch hier irgendwie geschockt, oder was ist das? Betäubt sind die alle. Alle? Sind alle betäubt. Ich dachte, das ist eine Chance, keine Gewissheit. Ja. Oh mein Gott. Puh. Okay, jetzt greifen wir erstmal mit den Pinguinen von hier an. Die machen wenigstens ein bisschen Schaden mit ihren Blitzen. Okay, habe ich gedacht. Warum sind das keine Flankenangriffe? Haben diese Dinger keine Flanken oder was? Kommt schon. Oh, wir haben den Ladungsschild wieder statt. Was? Meine Güte, was da an Damage rumkommt. Das werden nicht alle von uns überleben. Aber immerhin haben wir 2 tot bekommen. Okay, wir können nur abwarten. Hoffen, dass sie meine Heldin angreifen. Oh Gott! Oh Gott!
Das war eine Gemeinschaftswächter-Einheit und die war gelevelt. Das war meine stärkste Einheit. Und alle anderen hier sind betäubt. Meine Güte. Okay, wir brauchen hier... Wir können nicht. Anführer abwesen. Ah, nicht genug Zauberpunkte. Nein. Ich hätte das Druidenzeug erforschen sollen. Okay, Flankenangriff, komm. Pinguine, ihr könnt es. Nee, oder? Sind die einfach betäubt? Oh, komm schon. Oh, Gott sei Dank. Wenigstens haben die Einhörner gelevelt. Aber da habe ich natürlich eine meiner besten Einheiten verloren hier. Die auch noch gerade Veteran geworden wäre. Meine Güte. Die waren richtig mächtig. Also, diese Einheit war gut. Und diese Dinger offensichtlich auch. Das heißt, dass ich die hier mit dem Stufe 2 Freund ganz sicher nicht angreifen werde. Schon mal gut zu wissen. Wir verteidigen lieber erstmal diese Stadt. Rasten hier. Und bauen da einen Schrein und nach dem Schrein erstmal... eine Menschenbürgerwache, nehme ich an. Die haben Armbrüste und Schwerter, das ist ganz okay. Wir verteidigen dann die Stadt, wenn wir zwei Einheiten haben, gehen wir weiter. Oder einen Priester bauen wir noch. Das hier sind wahrscheinlich die Typen, die loswerden wollen. Ja Jungs, das würde ich gerne machen, aber wir wissen ja alle, dass ihr die Mission gleich für gescheitert erklärt. Das ist ein Stufe 3 Monster. Feuerelementar. Ach du meine Güte, shit. 100% Feuerschutz, 100% Schockschutz, 100% Verderbnisschutz. Okay. Hört sich ein bisschen unbesiegbar an, Jungs. Ich muss dafür sorgen, dass diese Stadt hier bald wieder wächst, damit ich... Also, diese Stadt braucht erstmal ein Lagerhaus. Ich leider nicht beschleunigen kann. Ich brauche mehr Gold. Ja gut, wenn das so ist, dann... Dafür habe ich auch kein Gold. Aber ich brauche Einheiten. Ja, wobei, das hier hat ja noch eine Runde Zeit. Okay. Habe ich immer noch kein Gold. Hm. Ah. Ja gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, wie das nicht zuerst zu bauen. Ach, das ist ja richtig ätzend. Könnt ihr Häuser bauen. Bauen wir erstmal Häuser für mehr Bevölkerung. Ihr bleibt da stehen. So, die sind gewachsen, könnten jetzt das hier nutzen. Was natürlich nicht passiert. Okay, bauen wir erstmal einen Menschenpriester. Dann gehen wir hier schneller wieder weg. Hier ist unsere Schwester fertig. Dann nehmen wir erstmal dich, 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 dich und dich. Legen euch hier mit der Schwester zusammen. Und ich brauche offensichtlich noch eine zweite Einheit in dieser Stadt, denn so ein Mist passiert mir nicht nochmal. Und das werden die billigen Hochelfen-Schwertkämpfer werden. Ah, nein, das werden die nicht. Denn dann schaffe ich es wieder nicht, das Lagerhaus hier anzufangen. Wobei ich wahrscheinlich erstmal die Halle der Baumeister bauen sollte, wie es ausschaut. Dann habe ich nur 14 Gold.
Na gut, da muss ja eine Runde mit nur einem Verteidiger auskommen. Ich hoffe, das geht. Gehen wir mal hier runter und räumen auf. Yeah. Hatte ich hier nicht irgendeinen Bauauftrag verteilt? Anscheinend nicht. Also, so, Wissen suchen, hä? Mehr Forschung, Mana erzeugen. Eigentlich brauche ich Gold, nicht wahr? Ja, machen wir mal ein bisschen Gold, das ist schon okay. Yeah, Pause. Okay, fruchtbares Gebiet. Wir fangen hier hinten an. Auch wenn die andere Stadt mehr wachsen würde. Und zwar, weil ich hier noch 3 Knoten reinkriege beim Wachstum. Und die möglichst schnell haben will. So, hier Schwertkämpfer bitte. Dann zaubern wir ein weiteres Mal fruchtbares Gebiet. Mana haben wir eigentlich relativ gut. Dann laufen wir mal hier rein. War doch irgendwo diese Armee, die wir platt machen sollten. Auch wenn die Mission schon gescheitert ist, aus mir unfindigen Gründen. Wir könnten natürlich hier schon mal aufräumen, denn diese Stadt plane ich zu übernehmen. Das ist ja auch noch eine Hochelfenstadt. Das ist wahrscheinlich am besten. Ah, dafür reichen die Bewegungspunkte nicht. Okay. Das sieht soweit auch ganz gut aus. Du bleibst hier und verteidigst die Stadt. Und du bleibst auch noch hier und verteidigst die Stadt. Okay. Sehr schön, Druidenkunde Stufe 2, haben wir endlich ein paar Punkte mehr. Ich bin versucht, direkt Druidenkunde Stufe 3 zu nehmen. Aber Bestienbeherrschung ist auch sehr gut. Andererseits hat bisher noch niemand versucht, ihre Gedanken zu kontrollieren. Fortzauber, Stadtverzauberung. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Stadt mehr als eine Stadtverzauberung haben kann. Das ist ein bisschen ein Problem. So, lässt gepanzerte feindliche Einheiten haben wir bisher noch nicht gesehen. Segen. Das ist sehr gut. Da müssen wir mal ein bisschen mehr Flexibilität im Kampf haben. Kampfzauber. Gut, hier haben wir jetzt 2. Die meisten Truppen, die wir rumlaufen sehen, sind 3. Und genau deswegen werden wir auch auf 3 aufrüsten. Ich hier rekrutiere ein paar Menschen Bürgerwachen. Und du hier wirst dich mal auf Erkundungstour begeben. Dahinter. Moment, was ist das? Da ist so ein Feuerwerfer dabei. Wallbrecher. Drakonier Techniker. Donnerbüchse abfeuern. Zwergenschürfer, die Steine werfen. Sehen die hier fast einfacher aus. Wobei, die spucken alle Flammen und... können alle 3 schießen. Aber diese Zwerge haben gar nicht so dicke Rüstung. Ja, das sieht mir... Das probieren wir mal. Ja, flieht denn heutzutage gar niemand mehr? Ich will doch gute Punkte. Um eher gut zu bleiben. Okay, das ist hier... Das sieht gar nicht gut aus. Giftige Dämpfe, setzt Mana-Dämpfe auf dem Schlachtfeld frei, die
Einheiten die Luft abschneiden, erstickende Einheiten, minus 6 Bewegung, minus 2 Stärke, minus 2 Verteidigung, minus 2 Ding. Drachenmaschinen, körperlose Einheiten sind immun. Okay. Anbetracht dieses Schlachtfelds werde ich mich erstmal ein bisschen zurückziehen mit meinen Minusbewegungen. Auch wenn das unintuitiv scheint, weil ich ja Minusbewegung habe und die auf mich schießen können. Mein Hintergedanke da ist... Ah, die Menschen, was haben die da als Attacke? Geiststrahl. Was macht er? Das sollten wir uns vielleicht mal genauer anschauen, die Priester. Ich habe die einfach so provoziert. Ja, die schauen ja schlüpfrig aus. Oh, die ringen nach Luft gerade, okay. Die können auch Unsichtbare sehen. Sind Seefahrer. Ohne den Malus von minus 4 Stärke, okay. Das sind fromm. Plus 2 Schaden gegen ketzerische Einheiten. Unheiliger Krieger, heiliger Krieg, okay. 60% Geistschutz. Eisernes Herz verleihen. Starker Wille, plus 1, plus 1. Und stellt 15 Lebenspunkte wieder her. Und sie können für 8 einen Geiststrahl schießen. Die sind ja richtig gut. So. Ja, also wir... Ich möchte gerne nicht hier auf den Treppen kämpfen, wo nur einer von meinen Nahkämpfern rankommt. Oder besser gesagt, ich will, dass sie zumindest bis zu den Treppen hier runterkommen. So, wie weit ist die Reichweite von diesen Fuzis? Immer noch zu hoch. Okay, zwingen wir sie noch ein bisschen herzukommen. Unsere Menschenpriester schließen auf, um Notfall heilen zu können. Da kommen die auch schon. Werfen jetzt wie erwartet Steine. Ah, Gott sei Dank haben wir Schilder. Was machen denn diese Dudes eigentlich? Diese Draconia-Technik? Was ist das? Schnelles Nachladen. Lädt eine verbündete Maschineneinheit nach. Maschineneinheit, das habe ich noch gar nicht gesehen. Die haben Donnerbüchsen. Na gut. Sturmangriff, ne? Sturmangriff! Jawohl, ein Gemetzel. Ah, jetzt habe ich hier natürlich mir ein Hindernis in den Weg gesetzt. Das war nicht so smart. Die sind außer Reichweite, das lässt sich allerdings ändern. Ja, yeah, sehr schön. Kann sogar noch dreimal schießen, das könnte reichen. Ja, sehr gut. Kommen die Pinguine ran? Nein. Rückt vor Pinguine. Hier bleibt ein bisschen außer Reichweite, denn ihr seid angeschlagen. Wie weit schießen diese Typen? Ah, das sieht mir nach beliebiger feindlicher Zieleinheit aus. Das ist gar nicht schön. Das ist eine Deckung. Die Männer mit dem Schild rücken hier vor. Ich nehme auch an, dass man auf diese Bodenfelder hier nicht drauf treten sollte. Ihr wisst schon, rote Zeichnungen am Boden und so. Wow! Okay, das funktioniert also nicht nur auf eine Einheit vor ihnen. Meine armen Pinguine mussten es auf die harte Tour lernen. Ach du meine Güte, ey. Ja, diese Einhornreiter sollten wir nicht sterben lassen. Die sind sehr teuer und wertvoll. Ihr kleinen Mistraten. Nein, 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 so habe ich das nicht gemacht. Na gut, immerhin hat es sie gelevelt. Ich wollte eigentlich eine Fernkampfattacke machen. Okay, Pinguine, gibt's ihn. Ja, schlechtes Glück, vielleicht trotzdem. Und sie haben noch 3 Leben geraubt. Sehr schön.
Okay. Gut. Damit waren wir siegreich. Jo, und unsere Heldin hat gelevelt. Und wir haben 50 Gold gefunden, die wir dringend gebrauchen können. Wir werden dann mal hier quartieren für den Moment. Bessern unseren Helden. Kannst du vielleicht lernen? Nee, kannst du nicht. Tja, schade. Druidenkunde 1. Dann könnte sie mehr zaubern. Die Raserei. Prozent des Schutz. Mehr Widerstand. Ich bin versucht, wieder die Tiernummer zu nehmen. Ich sehe ja allerdings nirgendwo auch nur ein einziges Tier. Was sehr schade ist. Ach ja, sie hat diesen Eichenastbogen. Okay, gut. Vielleicht sollten wir auf jeden Fall mal einen Trefferpunkt nehmen. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen Widerstand für alle unsere Einheiten. Das scheint mir auch ganz hilfreich zu sein. So, das hier noch eine Runde zum Zaubern. Der Rest meiner Einheiten chillt, mehr oder weniger. Ah, ihr könntet noch was machen. Okay. Würde ich sagen, knüpfen wir uns mal noch die davor. Auch die wollen nicht wegrennen. Komisch, warum will nichts mehr wegrennen? Das sind Tiere. Da werden wir mal manuell kämpfen. Ui, das ist ein interessanter Knoten hier. Mana-Segen. Segne alle verbündeten Einheiten auf dem Schlachtfeld. Gesegnete Einheiten erhalten plus 2 und plus 2. Stammt von Schöpfungsknoten. Also sind die hier alle mit mehr Verteidigung ausgerüstet. 12, 14, meine Güte. Dieses Ding zu bekehren hat wie viel Erfolgschance? 34% nur. Wir probieren es trotzdem. Widerstanden. Scheiße. Und wir stehen uns jetzt natürlich selber beim Schießen im Weg. Ah. Außer Reichweite. Oh mein Gott, haben die viel Reichweite. Das ist nicht schön. Oh, okay. Ja, ich stelle mich ein bisschen blöd an, die Hindernisse sind doch im Weg. Mann, der ist ganz schön hartnäckig. Stellen wir hier mal ein paar Speerkämpfer in den Weg. Deswegen ist es nicht so leicht, an allen von uns vorbeikommen. Das habe ich befürchtet. Oh! Okay, sie hat gelevelt. Das bin ich gewillt, noch eine Weile hinzunehmen. Die Frage ist, kann ich schnell genug hier wieder. Ich kann das zwei Runden lang nicht verwenden. Shit. Stellen wir uns mal an das Vieh ran. Schießen es weg. Sie hat 19 Hitpoints verloren, dann heilt sie sich mal.
Rest verteidigt. Und wir schauen mal, ob wir das nicht irgendwie schaffen, dass wir das noch hören können. Ah, jetzt versucht es wegzurennen. Ah, das ist natürlich richtig blöd. Kannst du jetzt wieder betören? Nein. Okay, wir geben der Sache noch eine Chance. Das Problem ist, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das Viech nicht getötet wird. Aber wir müssen auch wohin laufen, wo wir es einfach betören können. Ah Gott, jetzt gehen unsere... Jetzt laufe ich natürlich das Risiko, dass unsere Speerkämpfer draufgehen. Ja, das war dumm von mir. Jetzt muss ich es wahrscheinlich trotzdem töten. Stellen wir es mal hierher. Komm schon, tu es nicht. Ja. Ach, verdammt. Ja. Wir haben unser Möglichstes probiert, um es friedlich zu übernehmen. Das Gute ist, dass die Armee, wo die Einheiten sehr schnell heilen, von daher war es den Versuch wert, ein Gratis-Tierchen zu bekommen. Hier sind Wargs, die man übernehmen könnte, aber da ist auch ein Troll, ein Stufe 3 Monster. Menschliche Pikiniere. Die beeindrucken mich nicht so, könnte man noch erreichen. Stellen uns mal hier vor. Sehe ich gleich noch, was da ist, und dann rasten wir mal. Immerhin kamen durch die ganzen Aktionen unsere Heldin gelevelt. Geist des Landes. Lichtschutz. Verderbnisschutz. Und im Verderbnis sind wir allgemein ziemlich schlecht. Schwimmen. Die Einheit kann durch Wasser. Oh. Wow, da hat man echt viel Auswahl. Ich denke, wir werden natürliche Immunität nehmen. Das ist schon mal gut. Und da es unsere Vorreiterarmee ist, noch verbesserte Sichtweite. So. Jetzt sind wir schon mal weniger negativ beeinflusst von diesem ganzen Verderbnis-Zaubermist. Was schon mal sehr gut ist. Ah, das ist eine schöne Übersichtskarte. Interessant ist auch, dass wir immer noch keinen einzigen KI-Gegner gefunden haben. Hier stehen die zwei, okay. Bauen wir ja gerade noch einen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ist damit die Runde erledigt. Kurs ist gewachsen, sehr schön. Damit haben wir unglaublich viel Produktion in unserem Bereich. Wir können jetzt richtig loslegen, bauen hier noch ein Lagerhaus. Los. Und dann ist auch wieder genug Geld, um was zu machen. Ach, da lungern schon wieder diese neutralen Einheiten drauf und warten nur drauf, dass sie uns hier abzocken können. Ich brauche endlich mal diese Kriegsakademie für die Einhornreiter. Ja. Die funktionieren, denke ich, auch mit unserer Arena. Ah, dafür haben wir nicht genug Gold. Curses. Tempel, bis Meister geht bis Hospital. Okay. Gebietsradius und 10 Forschung. Können natürlich Steinmauern bauen. Oder eine Tempelverbesserung. Das erhöht die Schwestern. Und die Schwestern sind schon sehr gut. Und gibt uns 10 Mana. Andererseits können wir uns dann nächste Runde wieder nicht die Kriegerakademie leisten. Ich würde sagen, wir bauen mal eine Runde Handelswaren, um noch mehr Gold abzustauben. Weil hier oben müssen wir dann nämlich auch noch so ein Badehaus, auch schon was Feines. Plus 100. Aber jetzt bauen wir erstmal noch eine Bürgerwache. Ist
so halbwegs geheilt. Schauen wir mal. Das sieht mir nach Kristallen aus, nach Mana. Oh, 84 Mana. Was ist das hier? Alte Ruine, nicht erkundet. Was macht das? 10 Forschung und 50 Happy. Da sollen wir mal einen Siedler hinschicken. Allerdings ist da sonst nicht viel. Eindringling im Gebiet. Ja, das sind 2 Truppen. Nicht, dass sie uns doch noch angreifen. Ach nein, das werden die schon nicht wagen. Hoffen wir es mal. Denn ich verschwende jetzt gerade wieder Mana für den Zauber hier. Wusch! Das ist schon hübsch. Gut, und die nächsten Kämpfe, die sehen wir dann in der nächsten Episode von Age of Wonders 3. Bis dahin, habt euch wohl, werte Zuschauer.